Es ist der 9. November 1918. Hier vom Westbalkon des Reichstages rief Philipp Scheidemann die Deutsche Republik aus. Die Weimarer Republik war die erste parlamentarische Demokratie in Deutschland. Eine bewegte Zeit. Die junge Republik währte nur 14 Jahre und endete in der Diktatur der Nationalsozialisten. Welche Aktualität hat die Geschichte der Weimarer Republik? Haben wir etwa wieder Weimarer Verhältnisse? Das wollen wir herausfinden. Begleiten Sie mich auf einer spannenden Zeitreise, 100 Jahre später, auf den Spuren der Weimarer Republik. Weimar, die Stadt von Goethe und Schiller, der Inbegriff deutscher Kultur. 1918 eine beschauliche Kleinstadt. Hier tagte die Nationalversammlung, um eine Verfassung auszuarbeiten. Die neue Verfassung trat am 14.08.1919 in Kraft. Das Deutsche Nationaltheater ist das wichtigste Symbol der Weimarer Republik. Das Wunder ist eigentlich nicht, dass die Weimarer Republik am Ende zerstört wurde, sondern dass sie die Anfangsjahre überlebt hat. Und das ist nicht zuletzt dadurch auch möglich gewesen, dass die Verfassung einem demokratischen Reichspräsidenten, der auf dem Boden der Verfassung stand, wie es bei Friedrich Ebert zweifellos der Fall war, Möglichkeiten gab, energische Maßnahmen zu ergreifen. Wie wichtig war denn die Weimarer Verfassung für dieses Grundgesetz? Sehr wichtig. Denn die Weimarer Verfassung war ja die erste demokratische Verfassung in Deutschland. Und als man 1949 daran ging, das Grundgesetz zu schaffen, war natürlich die Weimarer Verfassung eine Vorlage im Positiven, wie aber auch im Negativen, damals vielleicht vor allem im negativen Sinne. Und da wollte man ja Lehren aus dieser Zeit, aus diesem Scheitern ziehen. Was ist entscheidend für den Gang der Geschichte? Inwieweit wird Geschichte vor allem auch von Menschen, von großen Männern und Frauen gemacht? Beschäftigen wir uns deshalb mit einem weiteren prominenten Politiker der Weimarer Republik, dem allerersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert. Die Verfassung bot eigentlich zwei Möglichkeiten. Einmal konnte der Reichspräsident im Sinne der Stabilisierung der Demokratie und der Republik agieren. Ein andermal konnte er seine verfassungsrechtlichen Möglichkeiten auch gegen die Republik verwenden. Friedrich Ebert handelte im Sinne der ersten Interpretation. Paul von Hindenburg, sein Nachfolger, hat sie dann gegen die Republik, gegen die Demokratie eingesetzt. 9 Monate nach seiner Wiederwahl lässt sich Hindenburg überreden, Adolf Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Die Weimarer Verfassung stand unter extrem negativen Vorzeichen. Sie hatte keinen Gründungsmythos, sie hatte zu wenig Demokraten. Und man sollte sich daran erinnern, dass Demokratie von dem griechischen Demos kommt, Volk, Volksherrschaft. Und keine Demokratie der Welt funktioniert am Ende ohne ausreichend viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Volk, die sich für diese Demokratie engagieren. Radikale Kräfte aus allen Richtungen versuchen seit Jahren, unseren Staat zu unterhöhlen und das Chaos in unsere Straßen zu tragen. Aber wir haben die Bürger unseres Landes und unsere demokratische Verfassung zu schützen. Ich glaube, dass wir in Deutschland ja zurzeit jedenfalls recht gut dastehen und dass das tatsächlich mit den Erfahrungen der Weimarer Republik zu tun hat. Auf diese Erfahrung der totalen Katastrophe. Und insofern würde ich auch immer sagen, dass unsere Serie gar nicht ein Beitrag ist oder eine Unterhaltungsserie, wo man in Zeitlupe angucken kann, wie eine Demokratie langsam verendet, sondern eher das Gegenteil, dass man sagt, okay, das geht eigentlich eher um den Kampf für die Demokratie. Nun ist in diesen Tagen ja oft von Weimarer Verhältnissen die Rede. Sehen Sie denn zum Beispiel in den Ausschreitungen in Chemnitz irgendwelche Parallelen? Ich finde, dass die Vorfälle in Chemnitz deshalb besorgniserregend sind, weil dieser Konflikt auf der Straße ausgetragen werden soll. Es darf nicht dazu kommen, dass das Gewaltmonopol des Staates in Frage gestellt wird. Wir dürfen nicht wieder zurückkehren zum Recht des Stärkeren. Wie wichtig ist denn aus heutiger Sicht die Geschichte der Weimarer Republik? Ich denke, die ist inzwischen wichtiger geworden, als wir uns das hier gewünscht hätten. Die Weimarer Republik zeigt uns sehr drastisch, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist, sondern dass sie ständig wieder neu errungen werden muss.